Warum werden Videoanimationen in der Zukunft umso relevanter? Hierzu habe ich mir einen Experten an die Seite geholt. Lorenz, vielen Dank, dass du dabei bist. Erzähl uns doch gerne mal ein, zwei Punkte, warum das deiner Meinung nach für die Zukunft so wichtig ist. Ja, hallo, mein Name ist Lorenz und wir machen Explainer-Videos für Unternehmen und wir helfen den Unternehmen mit seiner Website und alles mehr einfach zu sein. Und das ist die Zukunft, ist jetzt. Die Leute haben keine Geduld zu lesen in einer Website über eine Stunde oder mehr. Die möchten alles einfach und automatisch sein. So, die brauchen alles schnell. Und das beste Option ist eine Video-Explainer für die Unternehmen. Ja. Ja, bevor wir jetzt näher darauf eingehen, was du genau machst und warum das deiner Meinung nach im Detail so wichtig ist, erzähl uns ja erstmal kurz ein paar Worte zu deiner Person. Woher kommst du? Was hast du bisher gemacht bis zu dem Punkt, wo du jetzt heute bist? Ja, ich habe immer eine Unternehmer gewesen. Ich komme von Costa Rica und ich war da immer mit Brands und ich habe immer geholfen. Ich habe meine einzige Unternehmen, ich habe meine Brand gehabt und ich habe immer in dem Marketing, ich habe viel Liebe für die Marketing und ich habe immer gedacht, wie konnte ich schaffen als ein Unternehmer. Und ich habe für mich gedacht, ohne gutes Marketing, das kann ich schaffen. Und das, weil ich jetzt bin in diesem Marketing, in der Videos, jetzt und das, weil zu anderen Leuten zu helfen und das, was ist wichtiger für mich, die anderen Leute zu helfen, schaffen hier in der Online. Als jedes Tag, es geht mehr schwierig zu schaffen in der Marketing. Also du kommst ursprünglich aus Costa Rica, hast dich schon immer mit Ja. Marketing beschäftigt, vor allen Dingen jetzt Ja. Videomarketing, was ja gerade so dein Steckenpferd ist. Wie lange Genau. bist du jetzt schon in Deutschland, beziehungsweise seit wann hast du dich dazu entschieden, das Ganze jetzt auch in Deutschland so anzugehen? Ich habe hier 2 Jahre schon. Hier, mein Vater ist von Hamburg und ich wohne hier in Hamburg mit der Familie und ich habe ja 2 Jahre hier in Hamburg gewohnt. Und dann das Thema Videomarketing. Also wie bist du darauf gekommen, dass du gesagt hast, hey, ich will mich jetzt genau hierauf spezialisieren? Ja, wir haben Leute geholfen mit dem Marketing. Erste Mal wie eine Agentur mit alles Social Media und Campaigns und all das und diese anderen Sachen. Aber wir haben die Erfolg und auf die Leute war in dem Video Explainer. Jetzt wir sind Spitzer in diese Videos gegangen, spezialisiert in die Video Marketing. Und das war, wir sind in das Richtung gegangen. Wie sah das denn genau aus? Also wie konnte man sich das in der Praxis vorstellen? Was habt ihr zuerst gemacht? Was waren da so die ersten Schritte? Ja, die ersten Schritte war, wir haben in das Market gesehen, dass alles sind wie eine Nummer in der anderen Agentur, aber wir gehen mit der Kunden und wir arbeiten zusammen, Schritt für Schritt für Schritt. So, das Resultat ist, wenn alle gehen in diese Richtung, wir gehen in die andere Richtung. Und das Resultat ist etwas, das du konntest nicht sehen in anderen Agenturen und so, als wir jedes Kunde, wir machen zusammen die Arbeit und das, die Resultat ist ganz anders als
mehr. Die anderen sind nicht nur eine Nummer, du bist eine Nummer und wir machen so wie eine Fabrik, die machen alles Standard, aber unser View ist ganz anders. Also du sagtest, das ist unser Unterschied. Aha. Genau, also ihr geht einen anderen Weg. Also was konkret kann ich mir darunter vorstellen, dass ihr eine andere Strategie anwendet, beziehungsweise eine andere Vorangehensweise? Ja, das geht ein bisschen über Disruption, ein bisschen, so wie wenn alles machen etwas, was das Gleiche, was funktioniert jetzt ist, wenn du hast du kommst zu andere Mentalität und was macht genau, was die anderen Leute machen nichts. Und davor kommt ein Resultat, das ist ganz anders und macht einen Impact in der Kunden und in der Leute, das kommen zu sehen, deine Videos. So ist ein großer Unterschied von das, was alle anderen Leute haben in diesem Moment. Arbeitest du hier ja gemeinsam mit weiteren Personen, wo ihr ein gewisses Konzept dann ausarbeitet, oder machst du alles alleine aktuell? Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist eine gute Sache, dass wir haben Kultur, eine Culture, und wir sind drei Designer, drei Animationen. Ja. Aha. Videoanimationen, Leute, dass unser Team ist ganz gut und wir das Gefühl, das kommt von unser Team, das war, wir konnten unique Resultate zu der Kunden haben. Ist eine sehr starke Team, das wir haben in diesem Moment. Wir sind drei Leute, aber wir sind wie Brüder. So, das ist, die Leute wissen auch das. Und wir, wenn wir arbeiten mit der Kunden, das ist etwas, das wir konnten zu der Kunden. Wir machen eine Zoom-Call, so wie diese, mit der Kunden, und ist wie eine Familie at the Ende. Wo kann man mehr über euch erfahren, über das, was ihr genau macht? Habt ihr da eine Website oder seid ihr da auf Social Media bereits vertreten, oder wird das erst in Zukunft vielleicht kommen? Ja, wir arbeiten in einer neuen Website, aber Sie konnten mir immer in LinkedIn finden, und wir möchten arbeiten da als mehr als eine Familie, und die Kunden, dass wir arbeiten, sind da in LinkedIn, so wir arbeiten mehr mit LinkedIn, und wir posten, wir haben ein Ziel zu posten jeden in Social Media von jetzt, jedes Woche etwas Neues von unserer Arbeiten, so die Leute kennen mehr, und ich glaube, im nächsten Monat, wir haben eine neue Website. Ja, können wir dann auch entsprechend in der Videobeschreibung hinterlegen, sobald das dann entsprechend online gegangen ist. Ja, nun frage ich mich natürlich auch, also ich meine, es war ja kein einfacher Schritt dann jetzt für dich, das Ganze entsprechend online unternehmerisch umzusetzen. Da gab es ja auch hier und da die ein oder andere Herausforderung, etwas, was dir schwer gefallen ist. Was war so das, wo du sagst, okay, das ist etwas, was uns schon ein bisschen Probleme, sage ich mal, zubereitet hat. Die Probleme über zum Beispiel wie zu schaffen in der Unternehmen. Ja, genau. Aha. Ja, es ist ein bisschen schwer, die Anfang mit der Kunden, mehr Kunden zu machen, als jedes Anfang ist ein bisschen schwer. Und war ein bisschen schwer auch mit der Deutsch. Ich muss mehr mit der Kundin in Englisch sprechen, und das ist ein bisschen. Aber wenn die verstehen, dass wir sind
nicht wie die anderen und wir sind mehr als eine Familie. Wir gehen mehr zu den Kunden, ein Schritt mehr als wie eine normale Agentur. Mhm. Dann die kommen wieder zurück mit uns zu mehr Arbeiten. Also für weitere zukünftige Zusammenarbeiten. Aha. Mhm. Okay, jetzt frage ich natürlich Thema Ausblick, Ziele. Also was habt ihr euch so an Zielen gesetzt? Wo wollt ihr mit eurem Unternehmen in Zukunft hin? Ja, wir möchten mehr, wir fokussieren nicht so viele und viele Kunden, aber Qualität Kunden haben. Wir möchten, dass die Kunden, die arbeiten mit uns, sind ganz zufrieden mit uns und dass wir konnten machen mehr Qualität als nicht das Standard in dem Market. Ja, wir möchten besser Kunden und besser Resultat von dem haben. So, wir möchten auch mehr unser Team auch größer sein. So, wir haben mehr Möglichkeiten auch für den Kunden. Wir möchten nicht eine massiv Kunden haben, aber wir möchten mehr Qualität in diese, das ist unsere Richtung, um Qualität zu produzieren. Okay, verstehe. Ja, jetzt zum Abschluss des Interviews frage ich meine Interviewgäste immer nach einer bestimmten Abschlussmessage, egal welches Thema. Was würdest du meinen Zuschauern mit auf den Weg geben? Was möchtest du meinen Zuschauern mit auf den Weg geben? Eine bestimmte Message, ein bestimmtes Zitat, irgendetwas in die Richtung? Ja, was ich möchte immer, ist, dass immer denk, dass was du möchtest, du möchtest gehen, und du musst in dieser Ziel ohne Ende immer denken und dann schaffst du. Ich bin hier die Beispiel auf jemand, das spricht nicht das sehr gut das Sprache, aber hier bin ich in dieser jeden Tag zu schaffen und das, wenn ich konnte das machen, ich glaube, jemand hier konnte ihm auch machen. So, es geht nicht, denke ich mal, meinst du? Ja, es geht nicht, ja. Never give up. Ja, mega. Also habe ich jetzt auch so verstanden, dass man eben groß denken soll und vor allen Dingen positiv und es keine Ausreden gibt, warum man etwas nicht machen soll. Ja, alles ist hier in der Kopf. Und mega. Du konntest alles schaffen, ja. Wenn du super positiv denkst, dann schaffst du alles. Und Lorenz, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Ich danke dir, Benjamin, und ich bitte alle zu Benjamin gucken hier und es ist mega geil. Vielen Dank. Das war's mit der heutigen Interviewausgabe. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns online. Euer Benny. Ciao.